Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brilli Royal. Wir sind hier in der Lava-Region in unserer kleinen Welt, Klimbim. Und mit mir dabei ist der gute BS Royal. Hallo. Hi. Und wir gehen jetzt mal in Richtung Lava und gucken mal, was das hier auf sich, was es mit dem Obsidian auf sich hat. Oder ob wir dafür irgendwie eine neue Spitzhacke brauchen. Diamanten haben wir noch nie gefunden, ne? Gibt's das überhaupt? Nee, Diamanten haben wir bisher noch nicht gefunden. Das ist aber direkt auf Wasser hier. Pack das wieder ab. Wormhole Potion. Da ist LED über mir. Du kannst ja mal versuchen, das Zeug abzubauen. Ich hau da mit meiner Goldpickaxe drauf und es passiert einfach nichts. Nichts? Ja, dann wird's wohl nicht gehen, ne? Krass. Vielleicht könnte ich mal gucken, wenn ich das Wasser da reinfließen lasse, was dann passiert. Ja, dann wird's auch zu so einer Schicht, logischerweise, denke ich mal. Da hinten ist wieder so ein komisches Erz. Vielleicht können wir es jetzt abbauen mit den goldenen. Nee, nee. Oder? Doch, warte mal, hier steht doch was. Can mine Meteorite. Ist das Meteorite? Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ne? Da gehen sie. Richtung leuchtendem Herz. Olé. Sehr schönes Lied. Sehr schönes Lied. Sollten wir gleich den Entwicklern von Terraria auch schicken. Direkt aufnehmen. Ja. Ja. Oder als Einführungs-Intro-Song für Folgen. Können es abbauen. Demon Knight. Knight Ore. Boah, damit kann man bestimmt so richtig geile Sachen machen. Ja, aber das sind nur drei Dinger gewesen. Ja, deswegen ja. Das ist wahrscheinlich äquivalent zum Diamanten bei Craft Mine. Ja, ich habe jetzt, kam jetzt raus, das ist Story Mode. Die ersten Informationen über Minecraft Story Mode. Mensch braucht den Scheiß, ey. Ganz ehrlich, das ist nur echt, so. Will ich auch sagen. Das ist nur so, ja, wir melken jetzt Minecraft. Seit es halt bei Microsoft ist. Da hinten ist noch LED oder was? Aber das hier ist auch wieder so, ey. Noch ein Block und dann gehen wir nach oben. Noch ein Block, dann gehen wir nach oben. Es ist dasselbe. Immer weiter. Oh, ein Zomband. Um den kümmere ich mich mal kurz. Da ist ja Lava. Oh, was haben wir hier? Amethysten. Ja, genau, wir wollten hier unser Haus bauen. Ja. Ich habe auch nämlich gelesen, ich weiß nämlich noch von früher, mit den ganzen Diamanten und Rubinen und diesen ganzen Edelsteinen konnte man eigentlich nicht viel anfangen. Aber ich glaube, mittlerweile ist das was besser geworden. Achso, wir wollten zurück, ja. Wir wollten eigentlich zurück. Na gut, komm. Ich gehe auch mit dir diesmal und porte mich nicht einfach. Kommst du? Ja. Einfach auch, weil ich nett bin. Ich könnte mich doch jetzt auch porten mit so einer Potion, dachte ja, ich, aber das wäre sinnlos. Für, wenn du mal irgendwie porten musst, falls du irgendwie kurz vorm Sterben bist, ja. Dann sollte man die benutzen. Warte. Wie die Profis. Ich bin gerade voll im Mode, ey. Naja, ist ja nur gegen Fallschaden. Die müssen ja gar nicht richtig sein, ne? Solange wir hier unsere Spike-Schuhe haben.
Aber denk dran, immer auf der rechten Seite runter. Ja, wie vorhin da, irgendwelcher Folge, vorletzten Folge? Oder vorvorletzten Folge? Ja, irgendwie sowas. Hä, warum kann ich nicht hoch? Deines. Ah. Du bist ein richtiger Arsch, was? So. Okay. Das war's. Kram haben wir schon ausgegraben, ist ja. Hä? Den ganzen Kram haben wir schon ausgegraben. Ja. Die Digger vom Dienst. Wie ist es dunkel? Ja, wie immer. Weitere Auszeichnung vielleicht auch dahin hängen. Ja, kannst du auch einfach mit warten. Das reißen wir ja eh erstmal wieder ab. Wir reißen jetzt eh erstmal alles ab. Och Mann, ey, warum muss denn jetzt Nacht sein? Das gibt's doch nicht. Egal. Bis auf den Fundament reißen wir mal gerade alles ab. Ne, das Holz kann auch da bleiben. Das hat mir gesagt, wir machen ein Holzhaus erstmal, ne? Ja. Gut, das ist gesagt. Ja. Das reicht. So, habe ich noch Holz? Ja. Yep. So. Deko-Statuen gefunden. Deko, oder was? Material hier, Goldohr. Oh Mann, Viech. So, warte mal. Oh, ist hier Tinohr. Boah, richtig viel Tin, oder was? Kannst du mal Türen bauen? Paar. Ja. Ja, mach ich. Boah, was geht denn, ey? Ich kann hier nicht in Ruhe arbeiten. Liebe Freunde. Auch nicht. Ja, draußen eine. Außen eine platzieren, oder was? Hier, wo ich die Öffnung gelassen habe. So. Das hier ist quasi das Treppenhaus hier. Machen wir auf beiden Seiten? 173 Tanzenohr. Was? Tanzenohr! Hast du 173, oder was? Ja, habe ich gesammelt. Sauber. Ich habe auch noch was. Tin und Tanzen und LED habe ich total viel. Amethysten, Gold, Topaz. Dann Hunter Potions. Close. Zeigt Enemies. Ja. Ah, es wird Let Ohr habe ich 121. Ja, ich habe auch sowas in dem Dreh. Machen wir die LED-Ohrs hier. Vielleicht kann ich das ja einfach mal auch ins Inventar nehmen und gucken, ob ich dann Bars draus machen kann. Ja, das kannst du auch machen, nicht? Aber mach mal, lass mal bitte von den Ohrs von jedem so 20 über, weil wir manches vielleicht brauchen, um Dingens. Material zu craften. Passende Ohr dann unter dem passenden Bars. Dann haben wir da schon wenigstens Ordnung drin. Ich habe jetzt diesen Kompass an, das ist natürlich gut. Center, hier ist Center, was? Center.
Das ist natürlich mal jetzt gut. Könnte man jetzt mal gucken, wenn das Center ist. Ist das quasi ein Zimmer? Das sind dann insgesamt 30 Tinbars, 77 Ledbars. Tanzenbars. Goldbars. Für mich sieht das kürzer aus, oder wie jetzt doof. Hier ist 29. Boah, der Brilli, der hat einfach ein geiles Auge. Ja, der sieht alles. Was ist eigentlich los mit euch da draußen? Soll ich euch mal prügeln oder was? So. Ruhe jetzt. So. Hab Bars gemacht. Ich bin hier schon mal kräftig am Haus bauen. Ist. Ja, schön. So. Neue Dinge. Du kannst gleich dann, wenn du fertig bist mit deinem Krams, craftest du schon irgendwas aus den ganzen Bars, ich oder? Ich hab die Bars habe ich jetzt gemacht. Aber noch nichts craften damit, ne? Nee. Ich weiß nicht, ob das klein ist. Ich kann schon mal so den Hintergrund mal machen. Ja, nee, kannst aber schon mal, hatte ich jetzt gedacht, machst du erstmal Furniture. Wir brauchen nämlich für jedes Zimmer brauchen wir einen Tisch und eine Chest und ein Bett und das ganze Gedöne gelöt. Chests haben wir noch. 4 goldene Chests. Furniture, genau. Also, aus Holz oder aus was? Bitte? Dann hier Wooden Chair. Ja, erstmal würde ich sagen, reicht das ja nicht. Ich überlege gerade, ob das vielleicht zu klein ist. Wenn man ein Badezimmer hier reinmacht. Das ist eventuell was klein. Badezimmer, Zimmer. Das ist auf jeden Fall zu klein, oder? Bett, Chests, Tisch. Ah, das ist zu klein. Also wir müssen unseren Kellereingang da später auch ein bisschen verschieben. So, hier haben wir schon mal ein Esszimmer. Mit dem Einrichten, das lässt du mal bitte noch bleiben, ja? ich hab's erstmal hingestellt, ich will es mal ausprobieren. Ja. Ich sag's das so allgemein. Da kommen nämlich die Baderäume hin. So, ist doch wunderschön. Der Chandelier hängt doch gar nicht so knapp über dem Tisch so. Nee, überhaupt nicht. Das liegt daran, dass die Decken so niedrig sind. Mach ja, aber nee, die kann man nicht viel höher machen. Dann kommen nämlich die NPCs, glaube ich, nicht mehr hoch. Können wir später in den Räumen, wo nur wir unten sind oder so, machen. Du kannst gleich hier, das sind ja jeweils, ne, du kannst das auch gerne da auf der anderen Seite schon mal kopieren. Was ist das für ein Material, was du da benutzt? Holz. Timer. Holz, Timer. Timer.
Einfach nur Holz, oder wie? Ja, das hier ist nur Holz. Das kann ich dann so zu Blöcken hier hinhauen. Ja. Also du musst das erweitern. Siehst du, wenn du hier stehst, siehst du unter deiner Map East und sowas stehen? Ja. Wenn du gehst. Das hier, dieser Balken, wo ich jetzt vorstehe, das ist 0. Und der hier... Ist es, bei mir ist es 3, da steht 3 West, wenn ich dann da... Was? Stehe. Da stehe, steht da 3 West. Das steht bei dir 3 West. Wenn du ganz hier am Rand stehst, so weit wie möglich... Ja. Stell dich mal genau unter den Pfahl. Steht da nicht ein Center? Da steht Center jetzt. Ja. Das heißt, du musst den Block hier, der wo ich jetzt drunter stehe, ja, der ist bei 45 East und bei dir dann bei 45 West, genau. Wir sollen alles seine Richtigkeit haben hier. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, der Timer hat gebimmelt. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier unser Häuslein weiterbauen. Und bis dahin sage ich tschüss, macht es gut. Tschüss, Leute. Wir hören uns. Dann, ciao. Ciao.